Mighty Smelting. Ja, das müssen wir nämlich gleich auch noch alles bauen. Smeltery Controller, ein Tank, Bricks, Table, Casting Table, ein Faucet. Machen wir gleich. Machen wir alles gleich fertig, wenn endlich mal die Öfen durch sind und... Oh, ich kann nicht mal das Eisen mehr nehmen. Ich bin full. Also muss das Buch erstmal weg. So. Ja, nee, den Rest. Achso, hier. Das Ei kann auch weg. Zack. Oh, noch ein Platz frei. Ein Platz frei. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Limestone. Zack, noch ein Platz frei. Okay. Aber das Eisen möchte ich auch gar nicht mitnehmen. Das kommt wieder zurück. Hier waren wir noch nicht durch. Das muss noch da rein. Das teilen wir dann auf. Damit das schneller geht. So. Ja. Dann machen wir uns die nochmal zu 19. Dann müssen wir schauen, wie weit wir damit kommen. Ne? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt mal rüber und bauen mal eine Smeltery. Als erstes bauen wir jetzt mal die Forge dahin. Tool Forge. So sieht sie nämlich aus. Ist nämlich ähnlich wie die Tool Station, wo man die Tools zusammenklöppelt. Hat auch die gleiche Funktion, nur halt, dass wir hier noch dieses extra Tool hinmachen können. Oder extra Feld haben, wo wir dann zum Beispiel so einen Hammer machen können, wo man auch 3x3 abbauen kann. Oder so eine Axt, 3x3x3. Das heißt, die Axt fällt den Baum in einem 3x3x3 Feld und dann ist das Holz mit einem Schlag, also einem Block abgebaut, ist das Holz weggeklöppelt und der Baum ist weg. Cool, ne? Oder? Ich find's cool. Das ist so ein Doppelwerkzeug. Das kann irgendwie ernten und umgraben. Dann gibt es einen Cleaver, das ist eine Kampfwaffe. Dann gibt es die Battle Axe. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Hier ein Mattock. Das ist eine Axt, eine Schaufel. Händel? Was ist Händel? Achso, das ist da eine Hoe mit drin. Cool. Okay. Also, wie soll es werden? Wie soll es bloß alles werden? So. Nee, ich möchte runde Ecken haben. Das bleibt frei. Hoffentlich geht das. So. Ist schon wieder zu viel, ne? Das Ding ist hier schon wieder zu viel. Hoffentlich geht es so eine längliche Form, damit ich wollte nämlich keine rechteckige Form machen. Ich müsste jetzt das aus dem Boden da wegklöppeln oder ich müsste das noch ein höher setzen. So. Oh, dann haben wir aber noch viel zu wenig. Können wir denn das jetzt hier wegnehmen? Und das da dran setzen? Huch. War das zu weit? Nee, es war nicht zu weit. Und jetzt hier mit das gleiche tun. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen vollen Rahmen braucht. Oder einfach nur so praktisch, dass da nichts rausläuft und dann, dass hier unten so ein paar Ecken frei bleiben. Ich meine, schön ist das nicht, aber man kann es ja auch nachher noch zubauen, wenn wir mehr haben. Aber wir haben halt im Moment nicht mehr. Wir haben hier noch was im Inventar. Dann machen wir uns nochmal ein von, weil ich glaube, einer dürfte sogar reichen, weil hier rein kommt nämlich was anderes, und zwar der Controller kommt dahin. Oh, gibt ein paar mehr, ne? Welcher ist denn von Tinkers? Tinkers. Nee, das ist mir zu viel. Also, Tinkers.
So, dann dürften wir den Controller eigentlich ziemlich schnell finden. Smeltery Controller. Einmal Bricks in der Runde rum. Siehst du, dafür brauchen wir auch noch Bricks. Zack. Da haben wir den Controller. Den bauen wir da drin. So. Ha. Da drin sieht man dann nachher die geschmolzenen Sachen praktisch, die sich hier drin befinden. Das müssen wir auch noch schön verkleiden, dass hier nicht so ein Riesenklotz in der Wohnung steht. Aber das kriegen wir schon hin. Den Controller haben wir. So, dann brauchen wir so einen Tank. Und dann brauchen wir Stained Glass. Dann kannst du mal Glas, ne? Ja, kannst du mal das Glas und nochmal wieder eine Runde rum. Da kriegen wir schon wieder ein Problem, weil in der Runde rum reicht schon wieder nicht. Wir sind out of material. Ich versuche noch ein bisschen Grout hierher zu klöppeln. 50 Grout hat es noch. Konnte ich noch rauswürgen. Ja, dann müssen wir das jetzt wieder schmelzen. Und hoffen, dass wir hier noch ein bisschen was abholen können, weil wir haben ja noch was. Ja, 12. Okay. Grout, also hinein und hinein. Energietechnisch sind wir auf dem Level. Oh, haben wir ein grünes Licht. Okay. Glas hatte ich drüben in der Kiste. Wo ist denn das Glas hier geblieben? Okay, Glas. Ein Glas und einmal ein Tank. So. Okay, dann gehen wir mal hier hoch und klöppeln den Tank mal daneben. Ja, die Smeltery geht an. Ihr seht, es funktioniert. Sobald hier ein geschlossene, also sag ich mal, eine geschlossene Wanne ist, dann geht die Smeltery an. Gefällt mir, das gefällt mir. Hier unten bauen wir noch irgendwas Schönes drunter, dass das nicht so aussieht. So komisch. So komisch ist es gar nicht, ne? Ha, schauen wir mal, schauen wir mal. Ach so, was natürlich noch cool wäre, wenn man hier so ein bisschen die Dinger rausruppt und da Glas hinmacht. Was kostet denn so ein? Es gibt so eine Glas. Da kann man nämlich durchgucken. Ach so, da kann man sogar Flüssigkeit reintun. Window. Was kostet eine Window? Okay, drei Glas und sechs Bricks. Okay. Ehrlich gesagt gefällt mir das hier besser. Seared Glass. Schon wieder Nacht. Schnell schlafen. Ganz schnell schlafen gehen. Okay, wir bauen erstmal die Basics zu Ende. Glas können wir nachher noch reinklöppeln. Versteht da, was ich meine? Also, wir brauchen ein Casting Table. Mindestens ein. Wir bauen erstmal ein. So, der geht nämlich so. Dann brauchen wir ein Faucet. Davon brauchen wir nämlich zwei. Mindestens. Ich brauche erstmal zwei. Was wir später noch so alles da so hin klöppeln. Sehen wir dann mal. Zwei davon. Okay, dann brauchen wir so einen, würde ich gerne so einen Tank, so einen Basseur haben wollen. Und dafür reicht es schon wieder nicht, oder? Doch, reicht noch. Okay, und dann reicht jetzt aber nicht mehr für was ganz Entscheidendes, und zwar eine Drain. Brauchen wir sechs Stück. Brauchen wir zwei Drains im Moment. Also holen wir uns noch welche. Wir müssten noch ein paar Ziegel da haben. Ja, das sieht gut aus. Also, bauen wir uns noch schnell welche zusammen.
haben wir auch schon ein Auslass. Dann könnten wir das Ding schon befeuern. Mit Lava. Hä, wo sind die Ziegel? Da. So. Okay, haben wir zwei Drains. Wo bauen wir die jetzt hin? Einen nach hier, ne? Ja. Wo ist denn meine Pickaxe? Da. Also einen bauen wir nach hier. Eine Drain. Da kommt eine Faucet dran. Und der Tisch. Okay. Und auf der anderen Seite. Das gleiche in grün, nur halt, da kommt nicht der Tisch hin, sondern der Boss. Hiermit kann man nämlich Blocks gießen, ganze Blocks. Okay. Soweit, so gut. Und jetzt können wir natürlich noch das Ding höher bauen und dann hätten wir. Geht das denn so aus? Nö, geht ja gar nicht aus. Kann ich ja wegmachen. Habe ich noch ein paar Blöcke gespart. Huch, hier geht's aber nicht. Hier geht's aber nicht. Okay. Nö, reicht doch. Dann können wir es gleich höher bauen. Oder auch nicht. Aber ich könnte jetzt, habe ich noch Sand. Ich könnte da Sand reinmachen, aber dazu bräuchte ich Lava. Weil das Ding läuft nun mal mit Lava. Und wir haben ja so einen schönen Lavaberg bzw. Lavateich. Zack. Wo wir uns doch so schön bedienen können. Und dann tun wir das doch auch. Huppel, huppel, huppel. Zack, hinein. 1000 Millibucket Lava. So, und jetzt könnten wir theoretisch die Anzahl der Plätze hier mal Sand reintun. Cool. Und das schmilzt jetzt. Ah, okay. Die schmelzen alle gleichzeitig. Und dann könnte ich, kann ich hier auf der rechten Seite Glasblöcke praktisch daraus gießen. Und hier Glasscheiben. Finde ich ganz praktisch. Und wir hatten jetzt, wird das auch vermehrt? Wir haben jetzt 1, 2, 6, 7, 8. 8 Blöcke Sand haben wir reingetan. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das vermehrt wird. Oder ob das so bleibt mit der Schmelze. Na komm schon. Schmelz ihn nieder. Zack, 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 zack. Und 8 Blocks. Okay, also Sand wird 1:1 geschmolzen. Okay, und jetzt müssten wir das hier. Jawohl. Können wir das hier so ausgießen? Ein Glas. Schön. Und es wird weniger. Blocks, Panel, Millibuckets. Achso, das wird nochmal herabgestuft. Also es gibt nochmal Dezimalstellen, sage ich mal. Okay. Weil aus dem Glas können wir uns dann gleich direkt dieses Glas hier bauen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne? Und dann holen wir uns noch das Glas von unten dazu und dann können wir uns nämlich Fenster bauen. 15 hat. Huch, nicht wegtun. Meins. 15 hatten wir dann. Das sind das verschiedene. Glas und Clearglas. Clearglas, das ist nämlich das, was ich meinte. Das sind verschiedene Gläser. Also, wenn ich jetzt. Können wir ja mal gerade testen. Ich habe ja 3 Clearglas und 2 Glas. Wenn ich jetzt hier. Wieso fehlt da ein Block? Da fehlt ein Block. Habe ich jetzt nicht dabei. Muss ich gleich ersetzen.
Also das wäre das normale Glas von Minecraft, ne? Und das ist das Glas von Tinkers. Das verbindet sich in der Mitte. Das finde ich viel cooler. Jetzt habe ich zwei Stück verschwendet, aber das macht nichts. Also das Tinkers-Glas kommt dahin. Dann haben wir nämlich eine Wand, wo man komplett durchgucken kann. Aus Glas. Zack. Okay, die können wir uns jetzt schon bauen. Weiß noch nicht, wie viele. Zwei, ja, dann sind halt erstmal zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, okay. Überlege gerade. Überlege gerade, ich glaube, ich werde hier den. Ich weiß jetzt nicht, ob das komplett verschwindet, wenn ich das jetzt. Wenn ich das jetzt auseinander kloppe, die Wanne. Sonst müssen wir es erst ganz ausgießen. Also den Block und dann noch zwei. Machen wir gerade. Das kriegen wir ja wohl hin. Schneller, schneller, schneller. Danke. Gießen bitte. Von denen müsste man sich hier so ein drei hinstellen, ne? Eins, zwei, drei. Dann könnte man klack, klack, klack machen und dann wird das ein bisschen schneller entleeren. Hätte ja schon irgendwie Sinn, ne? Dankeschön. Das müsste der letzte gewesen sein. Panels, 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 eine Scheibe noch. 136 Millibucket. Fertig. Zack, die Smeltery ist somit leer. Okay. Jetzt brauchen wir mal so einen Platzhalter. Nehmen wir mal so einen Block Dirt. Zack. Und dann nehmen wir mal das Glas. So. Ist sie denn jetzt wieder angegangen? Jawohl, ist wieder angegangen. Also da hinten haben wir Glas. Da kann man auch so ein bisschen von außen sehen, was da los ist, falls wir hier eine Glaswand machen oder ein Fenster. Und wir können uns das vielleicht auch zunutze machen. Das Dingen. Weil das kann man gleichzeitig als Tank benutzen. Und falls ich mal in der Smeltery was drin habe, was ich nicht brauche gerade oder so, dann kann man das als Zwischenspeicher nehmen. Dann baut man da so ein Faucet drüber und so ein Drain. Und dann entleert man praktisch die Smeltery in das Glas. Und wenn man da drunter noch so ein Drain und Dingens baut, dann kann man das dann da drunter wieder in die Smeltery einfüllen. Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen wenigstens. So, jetzt bauen wir das aber hier mal ein bisschen. Oh, das sieht cool aus. Das gefällt mir gut, muss ich echt sagen. Das Haus nimmt Gestalt an. Ne? Und ich kann wieder nicht sprinten, weil ich nichts gegessen habe. Das geht mir in echt auch so. Moment, wir hatten doch noch ein bisschen Paper. Paper, Paper. Machen wir hier noch ein bisschen Paper hin. Paper, 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 Paper. Machen wir mal das hier weg. Machen wir mal das da so. Kann man besser gucken. Ja, irgendwie so. Vielleicht. Schauen wir mal. Oben machen wir bestimmt auch noch Wände. Solange können wir das hier mal zwischenlagern. Da könnten wir uns eigentlich noch welche von machen. Machen wir das auch mal gerade so. Dann könnten wir dann so. Haben wir einen Stick? Haben wir nicht. Egal, machen wir später. Machen wir, wenn wir es brauchen. Ein paar Pattern habe ich noch. Okay. Soweit, so gut. Und um uns jetzt aber richtig, richtig schöne Werkzeuge zu machen, braucht man natürlich auch richtig schönes Material. Und zwar kann man in der Smeltery auch, sage ich mal, Metalle zusammenführen, praktisch eine Legierung machen. Und ich würde ja gerne, ich habe das Buch jetzt nicht dabei, ne? Ich würde ja gerne, dass die Werkzeuge oder die Dinger aus Alumite, genau, daraus machen. Weil die haben eine gute Haltbarkeit, sind effektiv, sind aber dafür auch ein bisschen teuer. Aber wir können sie noch modifizieren.
Das heißt, mit so einer Pickaxe kann man 900 Blöcke schon mal abschlagen. 909 hat einen Mining Speed von 8, was eigentlich richtig gut ist. Und wenn wir das nochmal modifizieren würden, das wäre natürlich, naja, nö. Gut, die Farbe ist ein bisschen pink. Aber ich würde das doch tun. Was ist das? Kanister. Aber um das herzustellen, braucht man nämlich ein Allomite Ingot. Hm.